Und herzlich willkommen zu Summoners More Chronicles. Heute mit einer LD-Beschwörungsrunde. So, ich habe 109 LD-Scrolls mitgebracht. Durch diese 109 LD-Scrolls, wie ihr seht, ich bin bei S61 von 70, kriege ich zwei 4- bis 5er. Habe hier nochmal drei, haben wir vier, leider, also fünf 4- bis 5er öffnen wir dann. Leider keine Safe-LD-Rolle. Weil es so schön war, wir fangen einfach an. Wir klicken nicht durch, wir warten immer bis zum lila Strahl. Ihr kennt das schon, der ein oder andere von mir. Ich hoffe, also, ne, also wenn das jetzt so traurig wird, dann, dann lösche ich alles. Nein, Spaß. Ist nicht mein Account. Von daher ist es mir eigentlich egal, was dabei rauskommt. Nein, ist es mir nicht. Ich hoffe, was gut. Was? Lila? Ach du Scheiße. Dieser Segen ist für dich. Wer ist das? Oh nein, ich habe gerade noch so gedacht. Was ist? Ich habe hier nur 10.000 Kristalle. Was ist, wenn mehrere rauskommen? Das hat die Person mir extra noch gesagt. Wenn mehrere rauskommen, stehen dann hier mehrere? Weil ich kann das obtain. Das gleich zu Anfang. Oh. Ich weiß halt nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob ich weitermachen soll oder nicht, ob ich gleich obtainen soll. An sich ist sie nicht schlecht. Also, ne, ich finde sie nicht schlecht. Was ist, wenn jetzt noch ein anderer rauskommt? Weil, wie gesagt, nur 18.000 Kristalle reicht leider nicht für zweimal obtain. Wenn hier mehrere, stapelt sich das denn hier, dass ich denn mehrere hier. Ich erhalte jetzt nicht, ich mache einfach weiter. Das werden wir ja sehen. Dann haben wir gleich was Neues rausgefunden, falls wir jetzt noch einen Dupe ziehen. Aber das gleich zu Anfang. Ich bin so schockt, einfach so. Holy shit, ey. Ey, mein Herz ist richtig so. Kacke. Also damit habe ich jetzt nicht gerechnet, ne? Kacke. Vor allen Dingen, es kann ja wieder ein Dupe werden. Ich weiß nicht, wie viele LDs hier auf dem Account sind. Ich weiß, von den beiden Bestienmönchen, dass schon die erste 4 bis 5 war. Ich glaube, ein Dusky, die Dark Polar Queen, ah, und dann diese Chakram-Tänzerin, alle beide Licht und Dunkel. Also, eigentlich habe ich immer so gedacht, okay, wenn ich wieder ziehe, sollte es schon eine Boomerang, eine von den Licht und Dark Boomerang wären. Wäre halt mega nice. Sonst. Kann ich jetzt gar nicht sagen, ob hier irgendwas anderes noch gezogen wurde. Ja, wie gesagt, jetzt ist eine dunkle Fee dazu, aber. Boah, also. Also, boah, nee, ich weiß es nicht. Weiß nicht, ob ich die obtain soll oder nicht. Ich bin so ein bisschen geschockt. Mein Herz ist gerade so. Fuck, also damit habe ich gar nicht gerechnet, ne? So mit den anderen habe ich mich schon auseinandergesetzt und oh, neu, nice. Und habe schon so gedacht, okay, den und den würde ich obtain. Aber die Dark Fee, an den hab ich jetzt gar nicht gedacht, weil einfach, yo. Ah, das ist richtig kacke. Wir gucken zum Schluss. Falls ich noch ein Monster ziehe, muss ich mich für einen entscheiden, welches ich da eher nicht behalten würde. Das ist Kacke. Also vor allen Dingen, weil es ein gratis Monster ist. Ich auf meinen Main-Account baue, will ich sie bauen, weil ich sie cool finde. Ich habe sie gebaut. Aber halt noch nicht komplett erweckt, also nur bis 9.
Und so, aber noch keine Skills, weil da will ich ja auch noch. Meine LD-Ziehung stehen nämlich auch noch aus, deswegen. Ich bin mir nämlich unsicher, je nachdem, was ich ziehe. Oh, das ist so. Boah, ey. Layla, einfach Layla nochmal gezogen. Oh. Und Layla bringt so einen schönen lilanen Strahl mit. Also, ganz im Ernst. Es muss jetzt was super Geiles kommen, einfach, weil ich finde an sich von den LDs hier, die hier drauf sind, bin ich eher enttäuscht. Ich sag mal, zweimal die Chakram-Tänzerin Licht und Dunkel, zweimal Bestienmönch Licht und Dunkel. Aha, weiß ich nicht, was ich von halten soll. Ja, die Licht ist super, die Chakram-Tänzerin, die Bestienmönchin sollte dunkel gut sein. Aber ja, ressourcentechnisch wäre halt so ein PvP-Monster oder ein gutes PvE-Monster auch nicht schlecht. Ich bin echt gespannt. Oh nein, ey, ich bin so richtig geschockt. Und vor allen Dingen, wenn du dann obtainst und dann kriegst du nochmal einen Dupe. Deswegen, also das muss ganz genau überlegt sein. Also. Ich sag mal, würde ich jetzt hier nochmal die Polarqueen zum Beispiel ziehen? In Dunkel. Dann würde ich Layla rollen, weil die Polarqueen würde ich dann nehmen für das Book-Level. Ich glaube, die ist ziemlich hoch hier, der Book-Level. Lila. Die Nacht ist die schönste Bühne. Nein. Nein! 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 Oh! Ey. Deren fucking Ernst! Hallo? Ja, also hier, es wird definitiv die Chakram-Tänzerin gerollt. Die Feenkönigin wird bleiben, weil hier ist die Licht-Chakram-Tänzerin gebaut, die einfach auch besser ist. Da brauchen wir gar nicht. Wir rollen jetzt weiter, weil wir wissen ja nicht, was noch kommt. Kann ja sein, dass die ganzen Biestenmönche noch kommen. Einfach. Scheiße, ey. Das Video heißt bis jetzt das schlechteste LD, die absolut schlimmste LD-Ziehungsrunde schlechthin weg. Oh, ey. Fuck. Ey, das ist krass. Also, das finde ich jetzt wirklich so. Ja. Da müsste man jetzt überlegen, ob man vielleicht doch noch irgendwo Dias herkriegt und beide einfach rerollt. Aber deswegen habe ich immer Dias. Ich finde das so schlimm, keine Dias zu haben. Wenn genau das passiert, du kriegst einfach so ein fucking scheiß LD. Und das ist schon so ein Schrott-LD. Also wie die Chakram-Tänzerin in Dunkel. Einfach. Wer sie hat, wer nicht die Licht hat, okay. Ja, nice, geil. Aber warum soll man beide bauen? Sie braucht ja auch immer eine Schwester. Also, oh, hätte es nicht einmal die Boomerang sein können? Oh, das ist so fucking. Oh, scheiße. Und das Schlimme ist, man hat kaum LDs. Oh, das ist so schlimm. Ich bin einfach nur noch geschockt. Ich mache einfach weiter und bin schockt. Alter, mein Herz. Das ist so. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Cool.
Ich habe auch keine Ahnung, wie weit wir sind. Ich glaube, 10 waren. Ja, wenn wir hier den nochmal haben, so rund. Ja, nochmal so rund 30 müssten es sein. Ich sag mal, es ist krass, ja. Also zweimal schon 5er LDs ist schon ziemlich nice, aber ja. Die. Und da fängt es ja auch schon. Oh nein. Ich hab echt Schiss. Bitte, bitte Neues. Bitte Neues. Oh. Ist mir egal, wie gut der ist. Der ist nicht schlecht. Ist ein super toller Ninja. Oh, ey, mein Lieber. Ich muss das tuckertieren. Ich habe echt gedacht, das wird noch ein Dupe. Oh fuck, ey. Ich sterb fast hier. Ey, das kann ja noch sein, dass sie noch was viel Schlimmeres hier. Oh, der Werwolf neu. Nice. Die will ich eigentlich irgendwann nochmal bauen, diese Werwölfe, ne? Ich habe auf meinem Main-Account, glaube ich, gar keinen. Ich habe weder Jultan noch den Licht. Oh, mein Herz, ne? Das ist so Wahnsinn. Ja, weil ich die ganze Zeit, ich denke eigentlich gerade gar nicht mehr an, was jetzt noch kommen könnte. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht, ne? Ich denke jetzt eher die ganze Zeit, Scheiße, was mache ich? Ist es die richtige Lösung, Layala zu behalten? Sie ist nicht schlecht. Ja, eigentlich die Chakram-Tänzerin weg, weil, klar, erweckt sind sie beide nicht, aber wenn man die Licht-Chakram-Tänzerin hat, die ist einfach besser. Wäre die nicht da, hätte ich gesagt, behalt die Chakram-Tänzerin. Das ist echt. Puh. Ich hoffe, in meiner nächsten LD-Ziehung bekomme ich nicht so viel Dupes. Ich hatte ja schon mal einen Dupe. Und zwar auf Somais Account damals. Da habe ich die Isis gedoppelt gezogen. Und dann habe ich gerollt. Und dann war ich ja so hin und weg wegen der Beta. Weil ich dann die Beta für ihn gezogen habe, die ich so gerne hätte. Ah. Also hier auf den Account wäre eine Eleonore nicht schlecht. Fände ich geil. Eine Kraka. Aber wer hätte sie nicht gerne? Kraka, Eleonore, ne? Ah, das ist so nervig jetzt wegen den Dias. Ja, ich werde den einfach so übergeben, den Account. Und ja, werde ich rollen. Ich glaube, das ist eine gute Idee und dann muss derjenige gucken, dass er noch Dias rankriegt oder halt nicht. Ne? Es sind ja nun nicht mal ganz 2000, also könnte man noch durch Mobs farmen auf dem Map kriegen, irgendwo eventuell. Ist ein Free-to-Play-Account übrigens. Deswegen auf Mobs farmen sollte passen. Ah, deswegen öffne ich am liebsten, wenn ich mindestens 20.000 Dias habe. Oh nein, ey. Ich werd's nicht. Also, ey, nach der dritten Rolle kommt einfach die Layala, also. Oder Layla oder whatever. Layla macht geiler. Ja. Gleich haben wir die fünfte 4 bis 5 Sterne-Rolle. Das, was halt geil ist, jetzt haben wir halt herausgefunden, dass wenn mehrere Doppelte sind, man die alle rerollen kann. Das ist schon mal nicht schlecht zu wissen. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Es ist scheiße, überhaupt Dupes zu kriegen. Sag mal, durch Segen oder so, okay.
Der ein oder andere gibt es hundertprozentig, der niemals 10.000 Dias spart, weil die meisten geben ihre Dias aus für Innis wiederholen, für Energie, für alles Mögliche. Ja, da sind 10.000 Dias schon echt tricky. Da müsste ein bisschen eventuell das geändert werden, finde ich. Keine Ahnung. Einfach der Schock des Lebens. Also interessant wären noch diese fünf Rollen, diese 4 bis 5 Sterne Rollen. Das ist so das Ding. Schlecht hinweg. Ja. Also wäre das jetzt auf meinem Main passiert, muss ich ganz ehrlich sagen, wäre ich schon so ziemlich enttäuscht. Wir machen das halt auch ganz zum Schluss, ne? Weil wenn jetzt noch einer kommt, der schlechter ist als die Chakram-Tänzerin, dann keine Ahnung. Dann weiß ich auch nicht. Aber 3 LD ist schon gezogen. Das darf man halt auch nicht vergessen, ja. Man könnte ja rerollen. Es könnte aber halt wiederum ein Dupe kommen. Und das nächste Krasse ist, es könnte jetzt auch nochmal der Panda kommen, wenn ich jetzt hier weiter öffne. Wird uns halt auch nie bewusst. Das wird einem auch immer erst dann bewusst, wenn man das hier öffnet, ne? Es ist schon. Ja, es ist schon krass. Also, muss ich mal so sagen, wenn man mal jetzt so drüber nachdenkt. Schon echt krass. Sonst habe ich immer gedacht, oh, nur noch so und so viele Rollen, weißt du? Da denke ich gerade gar nicht dran. Ne? Ich bin einfach nur noch schockt. Also seit der dritten Rolle bin ich einfach nur noch schockiert. Und dann 2 Dupes, ey. Krass. Das Video nenne ich der Schock meines Lebens. Einfach so richtig so Schock. Einfach nur Schock. Es ist echt krass. Okay, wir konzentrieren uns jetzt auf den dunklen Panda. Yeah, dunkler Panda. Der ist bestimmt toll. Ja, ist ein China-Account. Ja, der ist dann, glaube ich, dann auch gar nicht so schlecht. Hab es keine Ahnung von denen. Ich wüsste nicht, ob ich den jetzt bauen würde oder ob ich. Würde ich den bei mir ziehen, würde ich ihn gerade, glaube ich, nicht bauen. Ich glaube, da habe ich andere, die erstmal Vorrang hätten. Es sei denn, es sagt mir jetzt einer, oh, der ist so geil, OP. Er ist nicht schlecht. Ich kenne auch Leute, die haben den so krass gebaut. Da ist der, da denkst du so, wow. Aber da musst du halt auch die Ressourcen für haben, ne? Und du musst ihn in Segen packen, dass du ihn wirklich dann auch auf wegmachen kannst. Da weiß ich halt nicht immer, ob dann das nötig ist. Also im Nachhinein denke ich mir, dass hier mit der Polarqueen zum Beispiel auch, warum hat man die mal im Segen hier gepackt? Finde ich jetzt nicht so. Oh, wir sind durch. Und er blendet das nochmal ein. So einfach, guck mal, 6 Minuten Unterschied. Einfach, guck mal, du kannst hier raufgehen, du kannst hier raufgehen. Nee, 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 nee. Ene, mene, mu. Und raus bist du. Raus bist du. Nein, Spaß. Wir gehen jetzt hier. Oh, einfach 5 Rollen. Also, ich reroll eine. Das aktuelle ist es die Chakram-Tänzerin. Es sei denn, es kommt in den 5 Rollen noch ein Dupe. Let's go! Okay, 4er. Haben wir doch vorhin zum ersten Mal gekriegt. Oh. Kein Dupe, kein Dupe. Siehst du den Schatten über dir? Yes! Ja, nice! Super geil! Einfach nur super, super geil. Passt zu der Licht.
Chakra. Einfach super, super mega nice. Weiter geht's. Das ist gut. Das war eine gute Ziehung. Und jetzt kommen die beiden letzten. Oh, bitte komm jetzt noch mal ein Lila. Ja, der hat sich ausgelilert. Oh, der ist neu. Okay. Nee, er will nicht mehr. Ah. So. Jetzt haben wir so ihre Schwester gezogen. Ja, ich rolle die Chakram-Tänzerin. Wie gesagt, jetzt ist einfach Dark Boomerang und Licht Chakram-Tänzerin. Also, was will man mehr? Dieser Segen ist für dich. Gleich. Also, ich muss sie ja erhalten drücken. Ich kann ja nicht noch mal rerollen. Ja. Die lassen wir jetzt. Ich sag mal, in 23 Stunden läuft das eh ab. Der Schock meines Lebens. Scheiße. Ich bin einfach sprachlos. Was soll ich da noch zu sagen? Da fallen die ganzen guten Five Stars, die ich jetzt gekommen sind, einfach hinten runter, weil das wirklich ein Schock ist. Das ist wirklich ein Schock meines Lebens. Wirklich. Fandet ihr diesen Schock auch so schockig? Dann lasst einen Daumen hoch da. Vielleicht feiert ihr der einen oder anderen dieses Pech. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Auf Wiedersehen. Tschüss.